Willkommen zurück zu Mad Max. Ja, und wahrscheinlich zum letzten Teil. Da hinten in Gastown geht die Hauptmission weiter und ja. Nachdem Hope und Glory tot sind, gibt es natürlich nur noch Rache. Und die werden wir uns jetzt holen. Da fahren wir jetzt hin. Nur eine mit. So. Ja, letzte Folge war ja schon hart. Aber gut. Das ist ja kein Liebesfilm. Müssen wieder runter. Oder wo ist der Punkt da hinten? Ja, ich schätze mal, wir müssen runter. So, Max steht kurz vor dem letzten Showdown mit Skrotus. Also stellt sicher, dass Max und der Markus Magnum Opus gut ausgerüstet sind. Ja, ist immer. Alles voll gelevelt. Mehr geht nicht. Where's Scrotus? Scrotus? I will tell you where to find him. Your fame walks on its own. And your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadside of the Purgatory Flatlands. Too weak, he said. A spent shell. Bring his corpus granus to the organic mechanic and let the blood serve. Now my blood returns for you, Scrotus! Now my blood returns! Man, no, no, no. Sollen wir die jetzt schon verballern, alle? Ja, das werden wir tun. Do it. The only thing you know how. Kill him! Take his life like he took ours. Scheiße. Oh, gerade nochmal die Kurve gekriegt. Do it. The only thing you know how. Kill. Kill him. Ja, wir sind ja schon dabei.
Wir sind ja schon dabei. Und wir holen uns den Drecksack, wir werden nicht recht. Hey, wofür habe ich die Spitzen dran? Wenn ich dann doch geändert werde. So. Oh, falscher. Hey, wo kommst du denn noch her? Ja, ich will ja. Da.
Oh Mann, Mann, Mann. Nicht so schnell, wir kriegen schon. Nein! Und die andere Seite vielleicht auch noch, oder? Aber die haben nicht anvisiert. Was war denn das schon wieder? Schon wieder so ein... Habt ihr wieder Verstärkung gerufen? Back into her lungs too. Black fingers will heal her, say. Come on! What's your praise be! Her juices flow! Her bowels are a go with the cuttering pistons blow by blow! Yes! Get off! Just one chance to get it. Yeah! She will die! Head off! Never! I would rather breathe my last breath than watch her die! I am her protector, her savior! No! Saint! Saint! Please! Please spare her! Please, Saint! Paint my name in their blood! Paint my name! Doch bestimmt noch der Brecher. Der Interceptor. Mein Interceptor. Thunder! Bring the thunder! He made me watch. They made me watch. He made me watch. Sticks and stones! Break his bones!
to smithereens! He must be killed. He must be stopped. This sacrifice is yours to make. To paint drüber. Her name. Drüber. You made him. Now take his life. Use the thunder. Make him pay. Do it. End it. Warte. Wo ist er? It was you who drove the saw into his skull. It was you who unleashed the evil. Wie denn wieder drüber? Explode him! Mann, Mann, Mann. Husband, Father, Killer. End his life. Der schöne Interceptor. Tolle Schwanzspitze. Tja, das war Mad Max. Jetzt bin ich mal gespannt, ob man nochmal ins normale Spiel zurückkommt, aber ich glaube schon, das ist ja bei allen so. Ja, was soll ich sagen, mein Fazit? Ja, ich fand es sehr gelungen, das Spiel. Die Welt hat mir sehr gut gefallen. Und, ja, gab eine Menge zu entdecken und war eigentlich nie langweilig. Also auch wenn viele geschrieben haben, es ist immer dasselbe und so. Also mir hat es schon Spaß gemacht, die Suchbereiche zu
ja, zu entdecken und so, weil irgendwie keins gleich war oder so. Auch die Stankgum-Lager und die Transferlager und die Ölpumpenlager und so, das war alles unterschiedlich und das hat mir schon gefallen, egal ob in den Bergen oder nachts oder tags oder unter der Erde oder war schon in Ordnung. Ja. Nee, mir hat es sehr gut gefallen, sehr gut. Ja, Abstriche gibt es natürlich dafür, dass es keine deutsche Tonspur gibt. Da denke ich, das muss heute sein eigentlich. Wenn ich das Spiel hier verkaufen will, soll ich mir auch die Mühe machen und nicht nur Untertitel drunter schreiben. Egal, es ist in Englisch schon spielbar, aber trotzdem, ja. Tja, zwischendurch gab es mal, gerade in den Convoy-Szenen und so, große Frameraten-Einbrüche. Das war auch nicht so gut. Und in manchen Lagern auch. Ja, aber ansonsten gibt's nicht viel rumzumeckern. Ich meine, es ist von der Mechanik her genauso wie Batman oder wie Assassin's Creed oder so. Da nehmen die sich alle nicht viel, die Open-World-Spiele. Aber ich fand eben das Szenario gut. Also diese Wüstengeschichte war wirklich gut umgesetzt. Obwohl, Wasserknappheit gab es eigentlich nie, also man hat eigentlich immer genug gehabt, Sprit auch. Also an Sprit hat es nie gemangelt. Benzin war eigentlich immer da. Das Auto war nie leer oder nie knapp. Außer man hat eins geentert und wollte es zurückfahren in die Festung. Da war meistens nichts drin. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich bei allen, die zugeschaut haben, für alle Klicks, alle Likes, alle Kommentare, gut oder schlecht. Ja, generell für die Beteiligung. Ja, ich werde vielleicht noch ein Video reinstellen mit Statistiken und die ganzen Autos mal fahren, die wir so zurückgebracht haben. Da waren noch ein paar tolle dabei. Und ja, da sehen wir uns nochmal. Oder hören uns. Gut. Also nochmal, ich bedanke mich bei allen fürs Zuschauen. Ich lasse den Abspann jetzt noch ein bisschen laufen. Bis zum Schluss und dann, ja, danke fürs Zusehen, Servus und macht's gut.